Willkommen zurück zu Anders, der hier irgendwo rumhocken müsste. Wahrscheinlich in seiner Krankenstation. Shit. Oh. Okay. Da ist er. Ist hier irgendwas los in seiner Krankenstation? Nö. Nix Besonderes hier. Ah, da hinten ist noch eine Kiste. Da war noch ein Kunari. Oh, das habe ich ja gar nicht. Okay, jetzt ist glaube ich schon zu spät. Denkt ihr etwa, ich wüsste nicht, dass die Stadtwache nur ein weiteres Instrument der Templer ist? Das ist absolut ungerecht. Falls sie hier auftauchen sollte, weiß ich, wer dafür verantwortlich ist. Mehr sage ich nicht. Da gibt's Zwist. Wie sie davon stopft. Tut mir leid, ich wollte nicht, dass ihr das mitbekommt. Ich kann einfach nicht vorsichtig genug sein. Vor allem jetzt, wo sich die Kommandantin mehr oder weniger selbst zum Vicomte ernannt hat. Ja, das ist das Gefährliche dran. Sie wartet nur darauf, dass sich ihr irgendein Vorwand bietet, mich zum Zirkel zu schleifen. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Der Champion von Kirkwall, eine bekennende Abtrünnige. Aber selbst das ist nicht genug. Die Untergrundbewegung der Magier ist fast vollständig zerschlagen. Und jene, die übrig geblieben sind, haben sich als letzten Ausweg der Blutmagie zugewandt. Was es, wie Meredith durchaus bewusst ist, absolut unmöglich macht, dass sich die Öffentlichkeit auf die Seite der Magier schlägt. Ja, da sie halt zu den Blutmagiern. Das ist ein war eine taktisch sehr unkluge Entscheidung, muss man schon sagen. Einen guten Magier gibt es in der Stadt noch. Zwei. Ich weiß nicht, wie er es schafft, weiterhin an mich Drei. Zu glauben. Wie können die Leute nur so blind sein? Die Verderbnis wurde mit Hilfe zweier Magierinnen aufgehalten, von denen eine Abtrünnige war. Aber selbst das spielt keine Rolle. Die Kirche hat uns allen diesen Weg schon vor langer Zeit vorgegeben. Damit sich das Denken der Leute jetzt ändert, wäre eine gewaltige Katastrophe nötig. Was er da gerade gesagt hat, das stimmt gar nicht. Die Verderbnis, also im ersten Teil, kann, auch wenn ich es nicht durchgespielt habe, kann nicht nur durch zwei Magierinnen aufgehalten worden sein, wovon eine Abtrünnige gewesen sein soll. Also wenn er von Abtrünnige spricht, weiß ich natürlich, von wem er spricht. Aber da waren mindestens, also wenn man jetzt den Charakter ausrechnet, den man spielt, den Champion, den Grauen Wächter selbst, dann waren da mindestens mal eins, zwei, mit Anders sind es drei. Also mindestens drei, die mir jetzt spontan einfallen. Da kommen wir bestimmt noch, der eine oder andere Charakter ist bestimmt dazugekommen. Also mit Anders sind es drei. Unser Kampf ist beinahe verloren. Ja, unser Kampf. Solange es nicht mein Kampf ist, der ist sowieso schon lange verloren. Aber unser Kampf wird nicht, nein, den werden wir nicht verlieren. Warum sollten wir? Was ist das denn da? Sieht aus wie eine Nachricht. Tja. Morgen knacke ich vielleicht ein paar. Ja. Knack du ein paar Schädel und dann treffen wir uns übermorgen, wo ich dir auf die Fresse haue. Sowas macht man nämlich nicht. So, wer ist denn der Nächste? Theoretisch ich, aber... Ich glaube nicht, dass jetzt in meinem Anwesen irgendwas auf mich warten wird. Oder? Neue Quest, Gerechtigkeit. Sind eure Reisen erfolgreich verlaufen? Lasst es mich bitte wissen, falls ihr bei irgendetwas meine Hilfe brauchen solltet. Ah ja. Das ist nur das Alte. Nothing special here? Meryl? Wisst ihr, ich glaube langsam Sandal beobachtet mich. Naja, das weiß ich. Dieser kleine, creepige Bastard. Echt? In welchem Schrank war das eigentlich? Das war der Schrank, in dem sich dieser komische Typ versteckt hat. Pfotenabdrücke? Ich habe ihm doch gesagt, dass er nicht aufs Bett darf. Jetzt sieh das mal nicht so eng. Ne? Na, komm schon. Hier, mein Junge. Ich habe hier was, woran du deine Zähne wetzen kannst. Dein Arm? Ja, halte den Arm. Konfiszierte Hammel, nur für dich. Lass es dir schmecken. Konfiszierte Hammel. Ich wollte Hammel. Nur mal sehen, wie es meinem besten Gardisten geht. Dem Hund? Er hilft den Männern, einen gesunden Respekt zu entwickeln. Und sie lernen, wie man wegrennt. Ja, dafür ist er gut. Wirklich.
Oh, was liegt denn da? Ach ja, hier kann man Tränke bestellen. Da Sprengfeuer und hier Ruhen. Ich habe mich immer noch nicht damit beschäftigt. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich es irgendwann noch machen werde. Sollte ich vielleicht mal. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz nochmal zu mir reingehen. Nur um zu checken, ob man, wenn man einmal rein und rausgeht, ob man neue Zähne bekommt beim Hund. Aber anscheinend nicht. Und Meryl, du was Neues? Ich glaube langsam, Sandal beobachtet mich. Dann bin ich dafür, dass wir Sandal fies im Schlaf ermeucheln. Das doch, klingt doch super, oder? So, nächstes auf dem Plan ist Fenris. Dem muss ich natürlich etwas mehr Zeit widmen. Sonst bekomme ich böse, böse, naja, Kommentare. Wenn ich mir das hier nicht anschaue. Sprich. Seid ihr sicher, dass sie es ist? Auf die eure Beschreibung passt. Auf dem richtigen Schiff. Noch dazu allein, soweit ich weiß. Ich muss wissen, ob es eine Falle ist. Ich habe getan, was ihr verlangt habt, Fenris. Jetzt ist es an euch. Redet ihr mit ihm, Hawk. Mir reicht es für heute. Fenhides, faste was. Sprich doch mal Deutsch oder zumindest Englisch. Hm? Fluchen bringt uns auch nicht weiter. Ehrlich. Das ist meine Schwester. Ich habe es euch nicht gesagt, aber ich habe Hadrianas Informationen überprüft. Sie hat die Ich musste schweigen, aber ich habe Verania genug Geld geschickt, damit sie zu mir kommen kann. Und jetzt ist sie hier. Das ist doch gut, oder nicht? Sie war tatsächlich in Carinus? Meine Schwester hat Magister Arryman verlassen. Ich fand sie in Minrathis. Das hat das Ganze erschwert. Aber laut der Männer, die ich bestochen habe, ist es genau wie Hadriana gesagt hat. Sie ist keine Sklavin, sondern eine Schneiderin. Es war nicht leicht, ihr einen Brief zukommen zu lassen. Zumal sie mir erst nicht glaubte. Aber jetzt ist sie endlich hier. Tja, wo ist das Problem? Hier herumzustehen hilft uns nicht weiter. So einfach ist das nicht. Begleitet mich, Hawk. Falls das Ganze eine Falle ist, brauche ich jemanden, der mir den Rücken frei hält. Na ja, klar. Gerne. Wo ist sie? Wenn wir bei Tag zum gehängten Mann gehen, müsste sie dort sein. Zumindest, ich weiß, ihr schuldet mir nichts. Aber wenn wir ohnehin dorthin gehen... Wenn wir ohnehin dahin gehen, einfach nur um Varric zu besuchen, dann ist das gerechtfertigt. Okay. Aber extra dahin gehen würde ich nicht. Ne, hast recht. Ich suche immer noch Möglichkeiten, um meine Feindschaft mit ihm zu verstärken. Von meinen persönlichen Vorurteilen gegen ihn mal abgesehen, aber ich muss seine Feindschaft so hinbekommen. Das ist gar nicht so einfach. Schwieriger, als ich angenommen hätte. Du bist es wirklich. Verania? Ich erinnere mich an dich. Wir haben im Hof unseres Meisters gespielt, wenn Mutter gearbeitet hat. Du nanntest mich... Leto, das ist dein Name. Was ist los? Warum bist du so... Also, sie hat rote Haare. Heißt das, dass Fenris eigentlich vor der ganzen Lyrium-Infusion seines Meisters auch rote Haare hatte? Das muss ich mir erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine Falle. Oh, mein kleiner Fenris. So berechenbar wie ich. Ah. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist, Leto. Ach, kein Problem. Geführt. Aber Fenris, wurde er jetzt halt gekillt. Sie hat getan, was jede gute Bürgerin des Reichs getan hätte. Ich wollte diese dreckigen Zeichen, Daenerys. Aber ich lasse nicht zu, dass ihr mich tötet, um sie zu bekommen. Oh, wie wenig du doch weißt, mein kleines Schoßhündchen. Und das ist dann wohl deine neue Herrin. Der Champion von Kirkwall. Wie entzückend. Der Typ ist ziemlich mutig. Nehmt ihn mit. Hier, bitte. Befreit mich von diesem Fenris.
Wir könnten verhandeln. Er ist niemandes Sklave. Nee, Zeit zu sterben. Ich habe genug von euch gehört. Es geht los! Ja, wir haben durchaus schon genug von ihm gehört. Rennt er da gerade davon? Hallo? Nix da! Bleibst hier! Ah, scheiße. Kann man den nicht aufhalten? Bleib ja da oben stehen! Ich komm gleich zu dir! Ja, aufgepasst, Blödsinn. Sterbt! Geht's noch ab? Das war unser von allen. So. Was? Noch mehr? Oh, jetzt hat er ein paar Dämonen beschworen. Das ist ja wunderbar. So. Ich hab genug von dir. Hat für ein wundervoller Schuss. Noch Worte da oben. Ich hoffe, der lässt ihn noch ein bisschen Zeit. Jetzt kommen nur die Untoten, oder wie? Ja, Mann. Uns erwartet ein Kampf. Ich mach mir einfach nicht unter Druck. Jetzt kämpfen wir! Das würde Bianca auch mal schaffen. Jetzt ist er weg. Mist. Wie viele Gegner kommen denn hier noch, ey? Au! Kacke! Ich hab gerade gar nicht drauf geachtet, dass sich hier alle am Sterben sind. Ja. Beziehungsweise Meryl schon tot ist. Wirklich dein Bett? Nicht sterben, Merrick, nicht sterben. So, und das noch wiederbeleben. Mensch, hier wimmelt's aber auch nur so. Noch jemand? Ah, da ist er ja. Denarius. Au. Au. Der hat ja einen bösen Special drauf. Na gut, dann heilen wir mal Finn Varric. Sollten wir uns ein bisschen verteilen. Scheint doch ein recht mächtiger Magier zu sein, der Denarius. Aber das kann ich auch, Denarius. Ich kann auch Kreise auf dem Boden zeichnen. Bin ich auch ein Machtmagier. Bisschen mächtiger als du. Wow! Ihr seid nicht länger mein Meister. Töte ihn! Komm, bitte, töte ihn! Nochmal, mit der Axt rauf auf den Kopf. Ich hatte keine Wahl, Leto. Hör auf, mich so zu nennen. Er wollte mich zu seiner Schülerin machen. Ich wäre eine Magistra geworden. Du hast deinen eigenen Bruder verkauft, um eine Magistra zu werden? Du kannst dir nicht vorstellen, was wir durchmachen mussten. Was ich tun musste, seit Mutter tot ist. Das hier war meine einzige Chance. Und jetzt sind all deine Chancen vertan. Bitte, tu das nicht. Bitte sagt ihm, er soll aufhören. Vielleicht. Aber auch erst in der nächsten Folge. Bis dann.